1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 Oh, da ist aber eine schöne Mutterbus. Schau mal, hey, Hans, keep up. Da stehen wir jetzt. Nein, Scheiße, wir sind gerade live auf Tisch. Hey, wir wollten mit weiter. Das ist der Dönermann von München. Ja. Herzlich willkommen zu Hans Kebab. Hans Kebab. Genau. Wir sind die einzigen Gäste hier. Cool. Das heißt, jetzt kommt ein neuer Spieß drauf. Boah, ich freue mich schon voll. Ich habe gehört, ihr habt den besten Döner in München. Ja, echt. Bester Döner. Hey Leute, ich gebe Ihnen jetzt dieses gute Döner hier. Von uns muss man unterschreiben. Der krasse Chef hier, der ist nämlich auch ein guter Barkeeper. Hat auch eine eigene Bar gehabt. In einem größten, in dem besten Inn-Club von ganz München hat er eine eigene Bar gehabt. Das heißt, hier ist Kompetenz gepaart, Getränke und Essen. Wunderbar, das kann nur gut werden. Also ich würde mich sehr wundern, wenn ich von der Spezialität heute enttäuscht werden würde. Die Bunnies einlaufen. Dann kriege ich mein Edding wieder. Hm? Was? Mein Edding. Was? Du hast doch mein Edding, Bruder. Ja, ist ja gut, da kriegst du dein Edding. Schieb dein Edding, schieb ich dir hinten rein. Au! Schau mal hier, du siehst, wie die Zutaten frisch zubereitet werden. Das ist ja bestes Timing. Das gibt's alles, ist keine bezahlte Werbung. Wir Pastinake, Digga, was? Also, Kürbis? Wir bereiten gerade erst vor. Was das heißt, ab? Das ist ja noch gar nicht mal das Fertige. Joghurt. Weil gerade wurde der Laden gestürmt, weißt du? Präzision wird hier, mit Liebe, Präzision wird hier geschnitzelt. Was macht denn der da? Hm? Käse. Käsereiben, oder? Ja, gerne, gerne. Hast du ein Buch gemacht, oder? Ja, wir wollen ja einmal mit alles. Ein Buch? Ich gar nicht, gib ein Buch, einmal mit alles. Wunderbar, Lüxdöner Kebab. Ist kein Döner, ist natürlich ein bisschen teurer, weil es auf dem Teller und wahrscheinlich ein bisschen mehr. Supermeister Dönerladen, genau, sieht echt gut aus. Echt reserviert das nächste Mal, ja. Ja, muss man halt München, ist München, Digga. Ich hab den Kürbisnamen hier. Sorry. Bist du? Er ist immer noch abgesperrt. Kann er da rein? Eine Klammer, wenn hier VIPs sind, wir haben den Laden extra absperren lassen, verstehst du? Ja, genau, oder? Wenn man kommt, dann müssen die Leute einfach draußen bleiben. Tut uns leid. Ja, aber verstehst du, das hat nichts mit Coronavirus zu tun, das ist einfach logisch. Das ist einfach nur VIP-Faktor, weißt du? Ja, das ist ja mal. Halt, weißt du? So, jetzt kommt das Gerät zum Einsatz. Boah, warte. Weißt du, mit stabiler Hüftstellung, ja, du musst natürlich stabil stehen, wenn du das Gerät benutzt. Ja? Ein Bein, Standbein, das andere Bein locker, ja? Damit man auch immer das Gewicht verlagern kann. Dabei natürlich eine souveräne Haltung. Als Dönermann musst du immer Kompetenz, Zuverlässigkeit und Gastfreundlichkeit ausstrahlen. Siehst du, so macht es. So einfach geht das nicht. Okay. Also, ich will nicht machen, Hans, okay? Hans, ich nehme einen Döner, den normalen Standard. Den Klassik nehme ich. Ja, den Knoblauch und scharf. Ohne Knoblauch und ohne Zwiebel. Aber scharf. Aber das ist kein Döner mehr. Ich vertrage keinen Knoblauch. Ich vertrage keinen Knoblauch. Digga, du bist ja eine Leberkassemmel. Was? Ohne Zwiebel. Ja, genau. Ohne scharf. Und mit scharf. Mit scharf. Und ich nehme einmal 1972, weil da wurde Nike gegründet. Ja. Mit extra viel Zwiebel, extra scharf. Okay? Männerdöner! Oh, Ehre. Dankeschön. Oh, geil. Guten Appetit. Guten Appetit. Wow.
Boah. Mhm. Mhm. Oder? Das, also der Döner, schau mal, wie gut der ist. Der ist ganz geil, guter Salat, Zwiebel, nach Fleisch und so. Hallo, was geht? Hey, Bunny! Hast du geschaut? Vorne ist rein verliebt, ey. Funktioniert immer noch, der alte Trick. Beste, Alter. Oh, scheiße, die hat echt geschaut.